Es ist immer wieder ein imposantes Bild, die Männerwallfahrt während der Ulrichswoche. Rund 1000 Männer zogen am Dienstagabend vom Augsburger Dom in Richtung Basilika. Mit Bischof Konrad Stasa an der Spitze setzte sich der Zug um 7:30 in Bewegung. Manche Vereine und Gruppen kommen seit vielen Jahren und bringen auch immer wieder erfahrene Wallfahrer, aber auch Neulinge mit nach Augsburg. Die meisten kommen mit Bus oder Auto, einige haben sich aber auch zu Fuß auf den Weg gemacht. Diese Gemeinschaft, wenn man da jetzt davor geht, ist das eine schöne Sache. Ich bin generell ein Freund von Wallfahrten und das ist irgendwie, gehört das zum Jahresablauf dazu. Und dann, wenn wir in St. Ulrich drin sind, das ist ein Erlebnis. Ist einfach das Erlebnis, wenn die ganze Kirche voll ist und die Leute und die Männer singen so kräftig mit. Das ist einfach toll. Also für mich jetzt gesehen ist es, ja, Farbe bekennen. Farbe bekennen, wo stehe ich? Auch nach außen tragen zu sagen, hier stehe ich. Ich nehme teil. Das ist ein Erlebnis für uns. Und ich bin in Ruhestand, aber vorher habe ich nicht, weil ich oft arbeiten habe müssen, weil ich bei der Gemeinde gearbeitet habe und da haben wir oft Sitzungen gehabt. Aber heuer kann ich einmal so mitfahren. Und mir gefällt es, wenn die Fahnen alle einziehen. Wir laufen zu Fuß und durch die Bewegung, durch das Miteinander schweigen, miteinander beten, miteinander reden, erlebt man natürlich viel mehr, wie wenn man jetzt bloß herfährt. Also im Gehen kommen ja auch neue Gedanken in den Sinn und es passiert in einem etwas und das ist, finde ich, sehr wertvoll. Es sind jetzt 2 Stunden davon Neuses hierher mit den Unterbrechungen, aber jedes Jahr sind wir so 10 bis 15 Leute. Wir machen das mit, weil wir gehen gern Wallfahrten und das machen wir auch mitten in der Innenstadt. Freut uns das, wenn so viele Leute beieinander sind und das ist eine tolle Sache. Weil das einmal im Jahr für mich eine ganz besondere Gelegenheit ist, in mich zu gehen, mit so einer Männergemeinschaft, mit der wir hier unterwegs sind, ein ganz spezielles Thema, diese Überschrift dieser Woche mal zu verinnerlichen. Singend und betend marschierten die Männer über die Maximilianstraße, vorbei an den Cafés und Geschäften. Auch das WM-Halbfinale Frankreich-Belgien konnte die Wallfahrer nicht von ihrem Ziel abhalten oder gar ablenken. Nach einer halben Stunde erreichten sie die Basilika St. Ulrich und Afra und füllten sie bis auf den allerletzten Platz. Und auf diesen Moment freuen sich viele Männer jedes Jahr, die musikalische Begrüßung beim Einzug. Der Augsburger Bischof betonte in seiner Ansprache, dass Jesus Christus immer derselbe war und bleibe, gestern, heute und in Ewigkeit. Die Heiligen und so auch der heilige Ulrich lenkten den Blick auf Christus. Streiter in Not, Helfer bei Gott, heißt es im Ulrichslied. Ein Heiliger, der auch Männer im 21. Jahrhundert anspricht.